Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kleinwächter, Ihre Angriffe auf Minister Heil sind unterirdisch, sie sind eine Unverschämtheit. Und ich will Ihnen sagen, was die Wahrheit ist. Die Beschäftigten können froh sein, dass sie so einen Minister haben, der sich so engagiert für die Belange der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland einsetzt. Das ist die Wahrheit. Ich komme zu den vorliegenden Anträgen der Linken und greife hier drei Themen heraus. Erstens zu sachgrundlosen befristeten Arbeitsverträgen und Kettenverträgen, zweitens zum Thema Arbeitszeit und drittens zu den Minijobs werde ich hier ausführen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion, diesen Montag haben wir als SPD-Bundestagsfraktion eine ganztägige Konferenz mit weit über 500 Betriebs- und Personalrätinnen und Personalräten durchgeführt. Und ich muss Ihnen sagen, zwei Themen wurden immer wieder angesprochen. Die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung und die Umsetzung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs zur Arbeitszeiterfassung. Diese beiden Forderungen finden sich auch in Ihren Anträgen wieder. Erstens zur sachgrundlosen Befristung und zu den Kettenverträgen. Die Position der SPD hierzu ist klar. Wir fordern schon seit Jahren die Abschaffung von Arbeitsverträgen ohne Nennung eines Sachgrunds. Diese Verträge, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind ein Schlag ins Gesicht von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Niemand verdient es, eingestellt zu werden, ohne zu wissen, ob es sich zum Beispiel um eine Vertretung im Krankheitsfall, eine Elternzeit oder Urlaubsvertretung handelt und ob es eine Perspektive auf eine Verlängerung des Vertrages gibt. Hierunter, liebe Kolleginnen und Kollegen, leiden vor allen Dingen Frauen und junge Beschäftigte. Sie sind am stärksten betroffen. Ganz schlimm sind auch Kettenverträge. Hier reiht sich ein befristetes Arbeitsverhältnis an das nächste. Und das nicht selten über ein ganzes Arbeitsleben. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat mit Respekt gegenüber den Beschäftigten nichts zu tun. Solche Verträge gehören abgeschafft. Deshalb haben wir in den Koalitionsvertrag mit der CDU/CSU schon Anfang 2018 hierzu unsere Forderungen mit einem wichtigen Pflock eingeschlagen. Ich freue mich, dass unser Arbeitsminister Hubertus Heil einen Gesetzentwurf zur Eindämmung von sachgrundlosen Befristungen und Kettenverträgen ins Kanzleramt einbringen konnte. Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, was passiert dort? Die Kanzlerin steht mit beiden Beinen auf der Bremse und gibt den 1:1 im Koalitionsvertrag vereinbarten Gesetzentwurf nicht zur Abstimmung an ihre Ministerinnen und Minister weiter. Deshalb wird er das Parlament wohl nicht mehr erreichen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU/CSU, ist ein glatter, klarer Vertragsbruch und es ist enttäuschend und respektlos gegenüber den betroffenen Beschäftigten. Zweitens Arbeitszeiterfassung. Ein weiteres Thema, das auch der SPD am Herzen liegt, ist das Arbeitszeitgesetz. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, fordern die Umsetzung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs zur Erfassung der Arbeitszeit. Auf unseren Druck hin konnten wir die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung immerhin im Arbeitsschutzkontrollgesetz für die Fleischindustrie verankern. Das ist ein erster und ein wichtiger Schritt. Wir brauchen die Arbeitszeiterfassung aber für alle Branchen. Dann schauen wir einmal auf die Zeit in der Corona-Pandemie. Oftmals haben sich die Grenzen zwischen Home und Office verwischt und verwässert. Wir setzen uns für eine klare Begrenzung der Arbeitszeit ein, ob im Homeoffice oder im Betrieb. Das funktioniert, liebe Kolleginnen und Kollegen, nur mit einer transparenten Zeiterfassung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes und eine Entgrenzung der Arbeitszeit, die unter dem Motto Flexibilisierung schmackhaft gemacht werden soll, wird es mit der SPD nicht geben. Das Arbeitszeitgesetz ist ein Arbeitsschutzgesetz. Deshalb werden wir uns weiter für eine komplette Erfassung der Arbeitszeit einsetzen. Drittens
die Minijobs. Auch hier hat die Corona-Pandemie die bestehenden Probleme auf drastische Art und Weise ans Tageslicht gebracht. Minijobs bieten eben keine soziale Absicherung, keine Aufstiegsmöglichkeiten, keine vernünftige Alterssicherung, kein Sprungbrett in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Und vor allen Dingen leiden die Frauen darunter. Das müssen wir verändern. Im SPD-Wahlprogramm haben wir deshalb festgelegt, dass es in Zukunft keine sozialversicherungsfreien Beschäftigungen mehr geben darf. Dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, kämpfen wir. Kommen Sie bitte zum Ende. Alle, die in der nächsten Legislaturperiode hier noch an Bord sein werden, sind gefordert. Ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, werde nicht mehr dabei sein. Ich blicke auf 5 spannende Legislaturperioden im Bundestag voller Dankbarkeit zurück. Ich sage Danke für die Zeit und sage dann mal Tschüss. Herzlichen Dank, liebe Kollegin. Das Wort geht an